Schon erfreuliche Entwicklung der letzten Monate geht weiter. Nicht nur jahreszeitlich, sondern auch konjunkturell stehen die Zeichen auf Wachstum. Am allerwichtigsten, die Erwerbstätigkeit steigt, und zwar stetig. 314.000 Menschen mehr als vor einem Jahr in Arbeit. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist sogar noch kräftiger, um 414.000 gestiegen. Eine Entwicklung, die mir besonders viel Freude macht, ist, auch die Arbeitslosen profitieren inzwischen vom Beschäftigungsaufbau. Die Zahl derer, die arbeitslos sind, nimmt ab. In den letzten 12 Monaten 43.000. Zum dritten Mal in Folge liegt die Arbeitslosigkeit damit unter dem Niveau des Vorjahres. Und auch im Vergleich zum Vormonat, also im Februar, ist die Arbeitslosigkeit wieder gesunken, saisonbereinigt um 12.000. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt ebenfalls, allerdings tut sie das nur sehr langsam, um 2.800 innerhalb des letzten Monats. Es ist jetzt wichtig, weiter konsequent die ganze Situation dieser Menschen, der Langzeitarbeitslosen, in den Blick zu nehmen und auch weiter mit Nachdruck nach persönlich maßgeschneiderten Möglichkeiten zu suchen. Ich denke, dieser Einsatz wird sich lohnen. Arbeit zu haben, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für das Gefühl, sicher zu sein, mit Mut in die Zukunft schauen zu können. Wichtig ist aber auch, dass wir künftig erreichen, dass Arbeit in jedem Fall anständig bezahlt wird und die Zahl derer zurückgeht, die neben dem Lohn auf ergänzendes Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Das wollen wir mit dem Tarifpaket erreichen. Es geht, wie Sie wissen, morgen ins Kabinett. Denn wirklich Sicherheit und das Gefühl, gerecht behandelt zu werden, schaffen nur ein anständiger und angemessener Lohn und die Verlässlichkeit von breit geltenden Tarifverträgen.